Geburt. Ach, bist du groß geworden. Aber du warst ja schon immer groß, sogar als Baby. Und was für ein Temperament du hattest. Das hast du bestimmt immer noch, oder? Natürlich bist du wütend auf Fontaine. Auf mich wärst du sicher auch wütend. Ich war eine echte Rabenmutter. Du hast viele meiner Kleinen gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Ich habe an dir gearbeitet, während du schläfst. Ich konnte die mentalen Manipulationen, die Fontaine bei dir vorgenommen hat, zum Teil auflösen. Er hat keine vollständige Kontrolle mehr über dich. Trotzdem wird er wahrscheinlich noch in der Lage sein, unangenehme Dinge mit dir anzustellen. Dein Geist besteht aus vielen Schlüsseln und Schlössern. Fontaine hat die meisten dieser Schlüssel, aber nicht alle. Ich habe deinen Körper entworfen, aber Souchon hat deinen Geist erschaffen und Fontaine gelehrt, dich zu steuern. Wenn wir Glück haben, finden wir ihn in seiner Wohnung in den Mercury Suites. Vielleicht finden wir dort auch Teile von dir, die er nicht erreichen kann. Wer ist das? Er hat mich gerettet. Ja. Ein netter Mensch. Ja, lieber Onkel. Kommen Sie mit! Das gehört mir. Mama Tannenbaum hat gesagt, er hilft uns. Oh, was? Da ist er. Der wird uns alle retten. Ich mag ihn. Wer ist das, hier um uns zu helfen? Ja, ich bin ein Tod hier, das ist alles Mädels. Na komm. Dankeschön, liebes Kindchen. Arbeite gerne. Wenn du Fontaines Kontrolle entronnen bist, wirst du Rache nehmen können. Und meine Kleinen werden seine schmutzigen Machenschaften nicht mehr zu fürchten haben. Wenn du meinst, lieber Tannenbaum. Hoffentlich ist das schön. Das ist weniger schön. So. Thank you.
Schade, das Mambo. Ich krieg wieder Ärger, weiß ich jetzt schon. Das gibt natürlich noch Ärger. Und es kommt noch härter. So, wo war jetzt die Fall? Brauchst du wieder einsammeln? Ne. So. Doch, 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 doch. Sehr nett. Auf jeden Fall erstmal hier nachladen. So. Winterblast 3, Elektroboard 3 und Abfahrt 5, das sind die, die ich am meisten verwende. So. So. Wunderbar. So, denn da? So, hacken. Hacken, hacken, hacken. So, ja. Scheiße, 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 scheiße. Ach, ist schon vorbei. Jetzt habe ich schon Auto-Hack und ich mache trotzdem nichts damit, ne? Sieht schon besser aus. Warum nicht gleich so weit? Bitte. Willkommen im Zirkus der Meere. So. Alles wieder auf. Jedes Leck ist ein Warnsignal. Halten Sie den Zentralrat um, ich weiß.
Was hast du denn? Was habe ich denn vor, hä? Weiß doch ja nicht. Echt mal in der Kamera auch mal so ein bisschen Hilfe hier. So. Hat alles viel gebracht. So. Edles Fräulein. Denn ohne alle. Forschungskamera. Ja. So. So. So, mal zeigen, noch einen. Da schauen wir mal eh den. Der ist voll egal. Bei vier Dicker. Mehr. So, das ist was das wird. Noch einmal. So. Ich war gerade eben erst. Ich war gerade eben erst! Wo haben wir stehen geblieben? Ah ja, Mr. Bubbles, genau. Doch. Oh, das ist mein Engelchen. Nicht. So. Mhm.
Jetzt. Ja, wir verschrotten da. Hecken wir erstmal den Kaulautomaten hier. Also ich darf wieder improvisieren. So. Und so. Das Ergebnis zählt. Das ist einfach nochmal nur Modus Sport. So. Davon haben wir nichts mehr. Diese Tannenbaum ist nicht dazu, würde sie helfen. Eine barmherzige Samariterin oder sie. Ich habe wirklich schon viel erlebt. Aber wenn man den Zweiten Weltkrieg und Rapture ohne einen einzigen Kratzer überlebt, dann muss man mehr als nur Schutzengel haben. Ohne einen einzigen Kratzer, Ratcher ist das letzte Drecksloch. Sozusagen zum schwarzen Mann geborgt. Seine Macht beruht auf einem Mythos. Aber hinter seiner Hokuspokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger hat er Angst, dass sich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nummer 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plasmid. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll. Nicht mal Tannenbaum. Und Su Shong wird sich wohl daran halten. Fortgeschrittene Entwicklungscharge Nummer 111, Dr. Su Shong, Kunde Fontaine Futuristics. Das Baby ist jetzt ein Jahr alt, wiegt 27 Kilogramm und hat die Muskulatur eines durchtrainierten 19-Jährigen. Die Ergebnisse sind enttäuschend, liegen jedoch innerhalb der zu erwartenden Toleranz. Ich wusste doch, dass da etwas faul ist. Immer diese Geheimniskrämerei von Su Shong. Er hat die Charge Nummer 192 bestimmt in seinem Labor beim Apollo Square. Ich habe ihm einmal heimlich eine Probe davon gestohlen und sie in meine Wohnung im zweiten Stock gebracht. Ich wusste nie, für was es bestimmt war. Aber ich dachte mir, wenn dieser Bastard etwas hinter meinem Rücken treibt, muss ich das im Auge behalten. Ja. Fortgeschrittene Entwicklungscharge Nummer 111, Dr. Su Shong, Kunde Fontaine Futuristics. Das Baby ist jetzt ein Jahr alt. Sieben. Hier, das hat Lust. Also die Scheißböde hin und her immer. Geht mal so am Sack. Naja. So, haben wir gerade gehackt. Und dann sehen wir uns mal wieder zu einer neuen Folge. Style. Ciao.